kümmere ich mich überhaupt noch um etwas? Was ist denn los? Ich habe gerade erfahren, dass das Adele-Konzert abgesagt ist. Wirklich? Ich habe Schuhe und Klamotten gekauft für diese Reise. Was soll ich denn jetzt damit machen? Wenn wir jetzt wieder Lockdown haben, werde ich sterben vor Langeweile. Okay, aber das ist ja nicht für immer. Zudem ist es das Beste für alle. Es ist nicht das Beste für mich. Das wäre mein Geburtstagsausflug. Alle meine Follower wissen darüber. Ihre Aktivität war so niedrig, seit Insta den neuen Algorithmus eingeführt hat. Ich brauche das. Ich weiß, es ist blöd. Aber es gibt viel wichtigere Dinge als Instagram-Aktivität. Ja, was? Ich komme. Hey, Meg, du bist dramatisch. Es ist kein Weltuntergang. Hey, Sam, komm doch rein. Hey. Ich nehme das. Danke. Danke. Wenn er mich braucht, ich bin im Zimmer. Hey, bist du bereit? Nein. Schau. Oh nein. Tut mir so leid, Babe, das wusste ich nicht. Mein Geburtstag ist komplett ruiniert. Naja, vielleicht nicht komplett. Ha? Ich glaube, ich kann dich aufheitern. Das bezweifle ich. Mach es auf. Lass dich überraschen. Nein. Okay, fein. Adele ist gefälligst in dieser Box. Ist das ein Welpe? Ja. Naja, weißt du, ich hab dich oft darüber sprechen gehört, also... Hier hast du einen. Aber ich habe gesagt, ich will einen Pomsky von der Züchterin. Ich weiß, aber sie haben gesagt, sie werden keine haben in den nächsten Monaten und ich fand den Kleinen im Tierheim. Ich rette lieber einen, anstatt zu kaufen. Ich weiß nicht. Ich meine, er ist süß. Du gibst diesem Hund eine zweite Chance. Sie schläfern ihn sonst ein, wenn ihn keiner nimmt. Wir können ihn auch zurückgeben, wenn du willst, aber ich bin sicher, deinen Followern gefällt es, dass du adoptierst. Daran habe ich gar nicht gedacht. Du bist ja so ein Süßer. Ja, ich nenne dich Max. Gefällt dir der Name? Ja? Machst du ein Foto? Klar. Hallo, na komm. Oh, ja. Ah. Vergiss die Schuhe nicht. Alles klar. Bitte sehr. Mach noch ein paar. Na komm, du kennst dich aus. Klar. So, ätzend. Ich kenne die alle schon. Ich hasse es, hier festzusitzen. Es ist so langweilig. Oh, du ausgenommen, Max. Du machst alles so viel besser, nicht wahr? Du bist ja auch hier. Hey, hast du gesehen, wie gut dein Post ankam? Wovon redest du? Es gibt null Aktivität. Das Foto von dir und Max? Ja? Es hat schon über 5000 Likes. Oh, warte, her damit. Oh, so viel Aktivität. Großartig. Es folgen dir wohl viele Hundeliebhaber. Ich habe eine Idee. Ich könnte dafür viel mehr Angebote von Marken bekommen. Weißt du, wie viele Tiermarken mit Influencern arbeiten wollen? Oh, du wärst so ein braver Junge, Max. Instagram liebt dich, Max. Weißt du, was das heißt? Du kriegst ein Leckerli. Oh, was ist los? Schau, schau, was Max getan hat. Warum hast du das im Haus gemacht? Nein, böser Hund. Okay, entspann dich. Das gehört dazu, wenn man ein Tier hat. Außerdem lernt er es noch. Ja, aber es ist eklig. Also, kannst du es wegmachen, bitte? Nein, Megan, es ist dein Hund. Du musst das jetzt machen. Ich? Tut mir leid. Warte, nein! Nein! Ew! Mm.
Uno. Ich leg die ab. Das Spiel ist langweilig. Können wir was anderes spielen? Naja, wir haben alle Brettspiele gespielt und jedes einzelne Kartenspiel es gibt. Ich möchte einfach raus hier. Wann ist dieser Lockdown zu Ende? Ich bin sicher, es ist bald vorbei. Wieso zeigen wir Max nicht ein paar Tricks? Keine schlechte Idee. Kann er denn schon sitzen? Noch nicht. Aber... ich mache eine Story. Das wäre super für meine Follower. Ich denke, er kaut an deinem Schuh. Was? Nein, Max! Alles okay. Ich bin Influencerin und die waren ein Geschenk an mich. Alles okay. Sie sehen gut aus. Machst du Witze? Die kann ich nicht mehr anziehen. Sie sind ruiniert. Hey, alles okay, Max. Es ist nicht deine Schuld. Es ist okay, Max. Oh mein Gott! Das klingt nicht gut. Schaut euch meine Kopfhörer an. Er hat sie komplett ruiniert. Hey, alles gut. Ich kaufe dir neue. Böser Hund, Max. Du hast keine Privilegien mehr. Bitte, komm, nimm die hier und ich kaufe dir neue, okay? Fein. Wenn ihr mich sucht, ich bin oben. Mein Leben hassen. Meine kleine Schwester ist besser. Und die ist erst 5. Was für ein Fake. Rate mal. Was, Megan? Ich guck mir was an. Das ist okay, weil heute ist ein toller Tag. Oh ja? Wieso bist du so gut gelaunt? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil eine Sängerin namens Adele bekannt gegeben hat, dass ihr Konzert stattfindet und der Lockdown ist vorbei. Siehst du, es war gar nicht so lang. Wann ist das Konzert? Samstagnacht. Aber Sam nimmt mich nach Vegas morgen. Also gehe ich packen und Sam sollte gleich da sein. Megan, warte. Was wirst du mit Max machen? Hunde sind, glaube ich, nicht erlaubt. Du kannst bei ihm bleiben. Ich kann nicht. Ich habe dir gesagt, dass ich bei Lindsay bin ein paar Tage. Ich stelle ihm Wasser und Futter hin. Das geht schon. Das geht so nicht. Er ist deine Verantwortung. Außerdem, wer geht mit ihm spazieren? Oder Gassi? Ich kann auf das Konzert nicht verzichten. Du weißt, wie sehr ich gehen wollte. Ich denke, du könntest versuchen, eine Hundepension anzurufen. Aber die sind sicher ausgebucht, jetzt nach dem Lockdown. Ja, das werden wir sehen. Ich bin Influencerin. Hundepension. Die sieht gut aus. Hi, könnte ich meinen Hund ein paar Tage zu euch bringen? 3 Tage. $450? Nein. Sind die verrückt geworden? Wer zahlt denn so viel? Naja, du hast gerade 450 für ein paar Schuhe bezahlt. Ich bin Influencerin, okay? Die waren ein Geschenk. Es ist ja nur ein Hund. Hey. Wieso diese Miene? Du solltest glücklich sein. Na komm, wir gehen auf ein Konzert. Wir können nirgendwo hingehen, bis wir eine Lösung haben für Max. Okay. Denkst du, dass vielleicht dein Mitbewohner Zeit hat? Ja. Ich meine, nein, entschuldige, es dürfen keine Haustiere in die Wohnung. Es ist ein Loch. Wo ist er eigentlich? Max, Nein! Die wollte ich auf dem Adele-Konzert tragen! Alles okay. Es reicht! Genug! Wie? Was meinst du mit genug? Es ist genug! Es war die Hölle von Anfang an! Es ist mir egal, wie viele Likes ich bekomme. Das ist mir einfach zu viel! Und ich werde ganz sicher das Konzert nicht verpassen. Sagst du also... Wir bringen Max zurück ins Heim. Was? Das geht nicht! Hast du eine bessere Idee? Ich will mich nicht mehr um ihn kümmern müssen. Er ruiniert all meine teuren Sachen. Ich hab ihn satt. Komm schon. Du wolltest einen Hund, nicht? Ach ja? Ja, das wolltest du. Willst du ihn ernsthaft aufgeben? Wenn ich dafür aufs Adele-Konzert kann, dann ja. Meg. Hallo. Wie geht es euch? Wollt ihr adoptieren? Nein, eher das Gegenteil. Oh.
Können wir ihn bitte behalten? Ich sage meine Pläne ab. Er wird trotzdem überall hinmachen und meine Sachen zerkauen, also. Wenn du ihn behalten willst, dann musst du ausziehen, weil ich will ihn nicht bei mir. Was, wenn ich die Hundepension bezahle? Das ist nur eine temporäre Lösung. Also, tut mir leid. Ich will ihn zurückgeben. Du bist ja ein Süßer. Okay, nur eine Person kann jeweils mit nach hinten kommen. Folge mir. Mach's gut, Max. Okay? Ja, verstanden. Okay, ihr liebt den Hund. Hallo. Hey, ihr. Hier ist dein neuer Freund. Sind hier immer so viele Hunde? Nein, eigentlich gar nicht. Viele haben während der Pandemie aus Langeweile adoptiert. Und jetzt, wo alles wieder öffnet, bringen die Leute sie zurück. Das ist so traurig. Ja. Hunde lieben bedingungslos, aber leider bekommen sie nicht dieselbe Liebe zurück. Was ist mit dem Kleinen los? Es sind 7 Tage vergangen. Also, die Regel ist, er wird eingeschläfert. Eingeschläfert? Ich weiß. Ich würde sie alle am liebsten adoptieren, aber ich habe schon 5 und habe keinen Platz mehr. Das wird doch nicht passieren mit Max. Naja, so wie die Lage aussieht, wahrscheinlich. Was? Entschuldige, das war nicht meine Absicht. Vielleicht wird ja alles gut. Denkst du drüber nach? Klopf, klopf. Hey. Hey, bitte sei nicht traurig. Hast du schon gepackt? Bitte, okay? Ich weiß, du fühlst dich schlecht wegen dem Ganzen. Ich gehe nicht aufs Konzert. Megan, du wolltest dort unbedingt hin. Ernsthaft? Wenn du wirklich so traurig bist wegen Max, dann geh doch zurück und... Warte. Max? Oh. Wie geht's? Aber ich versteh's nicht. Er ging mir nicht mehr aus dem Kopf, also konnte ich gar nicht schlafen. Heute Morgen habe ich ihn einfach zurückgeholt. Gut, dass er noch dort war. Wow, ich bin geschockt. Bist du sicher, du wirst dich um ihn kümmern können? Ja. Das ist das Mindeste. Er hat mir so geholfen. Ich kann ihn nicht einfach verlassen. Tja, das freut mich zu hören. Wieso warst du dann eben so traurig? Ist es, weil wir das Konzert verpassen? Ach nein, darum geht's nicht. Ich musste an all die anderen armen Hunde im Heim denken, also... Hast du meine Story gesehen? Nein. Was hast du gepostet? Naja, weil wir nicht mehr nach Vegas fahren, habe ich etwas Neues geplant. Megan nutzt ihr Wochenende, um die Adoption von Hunden zu unterstützen. Sie geht zurück ins Tierheim und startet ein Instagram Live. Sie filmt alle Hunde und erklärt, was mit ihnen geschieht, wenn sie nicht adoptiert werden. Wegen ihrer zahlreichen Follower kommen viele Leute in die Tierheime, um Hunde zu adoptieren. So viele Tiere bekommen nun eine zweite Chance im Leben. Es dauert nicht lange und alle Käfige sind leer. Jeder ist so glücklich und feiert, dass alle Hunde im Heim adoptiert wurden. So ein guter Junge, Max. Ja. So ein guter Junge. Ja. Danke nochmal für die Hilfe. Dank dir haben jetzt so viele Hunde ein Zuhause. Das war Teamarbeit. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, also...
Ich dachte, alle Hunde wurden adoptiert. Oh, alle außer dieser hier? Und deshalb hat ihn... Nein, nicht einschläfern, bitte! Gib ihm doch ein paar Tage Zeit, bitte! Ach nein, wir tun das nur, wenn das Heim voll ist. Ich wollte sagen, deshalb hat ihn... Überraschung! Sam heute adoptiert. Was sagt da dein Vermieter? Naja, mein Mitbewohner und ich haben geredet und wir werden ausziehen. Und es war perfektes Timing, weil ich den Kleinen gefunden habe. Und ich denke, ich nehme ihn mit. Du ziehst um ihn zu adoptieren? Ja. Ich meine, Hunde lieben bedingungslos. Also verdienen sie genauso geliebt zu werden. Das stimmt doch, Gizmo. Gizmo? Ich liebe den Namen. Was meinst du, Max? Vielleicht werden sie beste Freunde. Gute Idee. Ich denke auch. Was denkst du, Gizmo? Sag mal zu deinem Bruder. Wir freuen uns.